Anna, Anna, kannst du ein bisschen drehen? Ja, gleich. Anna, das Ding dreht sich aber schnell. Mach mal noch ein bisschen schneller, schnell. Anna, jetzt warst du aber zu schnell. Au, ich bin hingefallen. Mein Kopf tut weh. Au, au, au. Du musst mir jetzt helfen. Du, je, je, ich will zu meiner Mama. Was ist denn mit dir los? Jetzt habe ich dich auf den Stuhl gesetzt. Geht's dir wieder besser? Au, 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 das tut doch alles so weh. Okay, dann hole ich die Frau Lustig. Hallo Anna, was ist denn hier passiert? Frau Lustig, Frau Lustig, wir haben uns gedreht und dann war's zu dolle und äh, Jo und Emma ist hingefallen auf den Ko auf den Kopf. Ach, Anna, du musstest auf die Kleinen doch aufpassen, besser aufpassen und nicht zu dolle drehen, wenn es dir so gefällt, dass es dolle ist, aber für sie ist das nicht so gut und wenn sie sich nicht festhält, dann fällt sie hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, was bei dir los ist. Frau Lustig, ich wollte aber gar nicht so doll drehen, ich habe auch gar nicht so doll gedreht. Ja, ich wollte aber, dass Anatola dreht. Das habe ich auch gesagt. Aber das war ja wohl doch zu schnell und das war gar nicht gut für mich. Ich konnte mich gar nicht festhalten. Jetzt tut mir der Kopf weh. Da habe ich auch wahrscheinlich eine Beule. Na ja, solange es nur eine Beule ist und wenn es dir wieder besser geht, dann ist ja alles so noch sehr gut verlaufen, dass wir vielleicht auch den Notarzt nicht rufen müssen. Aber Anna du musst beim nächsten mal besser aufpassen, denn wenn sie richtig hinfällt äh, mit dem Kopf, das ist immer so sehr gefährlich, ähm, dann darf ich euch gar nicht mehr aus den Augen lassen heute und deiner Mama muss ich auch Bescheid sagen, was hier passiert ist, damit sie dich beobachtet und notfalls auch noch mal zum Arzt mit dir fährt. was zum Arzt nein, ich will nicht zum Arzt bitte nicht. Ach komm Emma, ich, ich komme auch mit, wenn du willst. Ich bin ja auch nicht ganz unschuldig, was hier passiert ist. Ach Julian, ich finde das so schlimm, dass die Emma hingefallen ist. Ja Anna, ich weiß. Aber was willst du machen? Ihr habt euch toll gedreht und das wollte sie ja auch. Und dann ist sie hingefallen, konnte sich nicht halten. Na ja, hätte ich doch bloß nicht so toll gedreht. Ach Anna, mach dir jetzt keinen Kopf bitte. Ihr geht's ja wieder besser und äh, du kannst ja auch nicht wirklich was dafür. Hast dich ja entschuldigt bei ihr, oder? Ja natürlich, ich habe Frau Lustig auch Bescheid gesagt, dass es mir leid tut. Jo, dann dann ist doch alles gut so. Ich geh mal, ich geh mal rutsch. Ach Julian, warte doch mal auf mich. Ich wollte doch auch mit. Ach, Anna, du kannst doch selber hinterherlaufen. Ich warte auf dich da oben. Oh, Julian, warte mal. Ach, Emma, du bist ja jetzt hier am Schaukeln. Ich muss auf dich aufpassen, nicht, dass du mir hier wieder hinfällst. Ach, Anna, ich schaukele hier alleine. Außerdem ist Frau Lustig auch noch da. Und ich ruf sie gleich, dann kann sie noch mal gucken. Ja, klar. So. Das macht aber Spaß, hier zu schaukeln. Frau Lustig, könnten Sie auch noch mal gucken, dass ich nicht hinfalle? Ich will nicht noch mal auf meinen Kopf hinfallen. Aber natürlich, Emma. Das mache ich ganz gerne. So, jetzt gehe ich mal hoch zu dem Julian. Oh, ganz langsam. Ach, Julian, ich bin ja gleich... So, bin fast bei dir. Nur noch einen Schritt und ich bin da. So... Jetzt bin ich aber oben. Ist das schön hier oben? Komm, wir rutschen beide. Oder können wir beide gleichzeitig rutschen oder willst du zuerst? Na ja, ich ich mach lieber zuerst, Anna. Oder was meinst du? Ja, mach mal ruhig. Mensch, bin ich aber schnell runtergerutscht. Das war aber schnell. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell Anna hier unten ist. Ach Anna, du bist ja auch schon unten. Ja Julian, ich war aber auch ganz schnell. Komm, gehen wir noch mal hoch oder was willst du? Na komm, wir gehen lieber uns drehen auf dem anderen Ding. Das ist doch viel besser. Ach Julian, das mit dem Drehen, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Mir ist lieber hier zu rutschen. Na gut, dann gehen wir noch mal hoch. So, dann klettern wir mal hoch. Guck mal, wie schön die Emma da schaukelt. Weißt du, warum ich mich nicht drehen wollte, weil ich Angst hatte, dass, die, dass wir auch nochmal hinfallen. Ach, Anna, mach dir da mal keinen Kopf. So, Julian, wir sind ja gleich da oben. So, Anna, beeil dich mal ein bisschen, dann können wir hintereinander rutschen. Au, ich kann mich nicht halten. O, oh, Julian, hilfe. Au, jetzt bin ich hingefallen. Mein Kopf tut weh. Julian, ruf mal die Frau. Äh, Frau Lustig, die soll mir mal helfen. Ach, Julian. Anna, ich komme gleich runter zu dir. Keine Angst. Ich bin ja gleich unten, gleich bei dir. Au, 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 das tut ja so weh. Ach, Anna, ich bin gleich stark nicht weinen. So, wie geht's dir, Anna? Kannst du schon aufstehen oder soll ich Frau Lustig holen? Hol mal schnell Frau Lustig. Mir geht's aber gar nicht gut. Hallo Anna, was ist denn hier passiert? Julian, erzähl mal, was habt ihr denn gemacht? Wieso liegst du auf dem Boden? Bist du hingefallen? Ja, Frau Lustig, ich wollte da hochklettern. Ich wollte schnell beim Julian sein und dann bin ich hingefallen. Was soll ich jetzt nur machen? Ich kann noch nicht mal aufstehen. Mir geht's so schlecht. So, dann muss ich, glaube ich, gleich einen Notarzt rufen. Mensch, heute ist aber ein toller Tag. Nur Notfälle hier. Irgendwie, jo, passiert immer wieder mal was. So, ähm, ich hol dir mal einen Stuhl. Ach, Anna, dein Kopf ist ja voller Blut. Wir müssen den Notarzt rufen. Ach, Menno. Ach, Julian. Was soll ich nur machen? Mir geht so schlecht. So, ähm, ich ruf gleich den Notarzt. Keine Sorge, dir wird gleich geholfen. Hallo, hier ist Kita Sonnenschein. Wir haben hier einen Unfall und zwar ist Anna runtergefallen. Ja, hier ist der Notarzt. Ähm, wo sind Sie denn? Ja, Kita Sonnenschein, in Mühlweg eins sind wir. Okay, gleich kommt jemand. Sehr schnell bitte, wir bräuchten dringend Hilfe. Äh, die Anna blutet ja auch noch. Okay, ich hab verstanden. Wir kommen schnellstmöglich. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. So, ich bin die Notärztin. Was ist hier passiert? Wie kann ich euch denn helfen? Ach, ich sehe ja schon, du blutest am Kopf. Ja, ich wollte hochklettern zum Julian und äh, war wohl zu schnell, bin ausgerutscht und voll mit dem Kopf nach unten gefallen. So, dann gucken wir mal gleich, was wir machen könnten. So, mal sehen, was ich so im Koffer hab und was ich brauche jetzt für deine Verletzung. Ah, die Spritze, die ist ganz gut. So, Anna, dann kriegst du gleich die Spritze und dann geht's dir wieder viel besser. Oh, ich hab so Angst, ich hab so Angst, ich hab noch nie eine Spritze gekriegt. Mensch, Anna, beruhig dich mal bitte. Es wird alles gut, es geht dir auch gleich viel besser. Glaub mir. Es ist nur Gutes für dich. Und dann wische ich dir deinen Kopf ab und dann ist alles super gut. Dann muss ich noch ein bisschen was drauf machen, damit es wieder schnellstmöglich heilt. Und dann müsstest du aber wieder nach Hause gehen. Das ist genug heute für dich. Und deine Mama muss ich auch noch anrufen. So, das hast du aber gut überstanden, die Spritze gekriegt und schon geht's dir viel besser, oder? So, jetzt habe ich deinen Kopf schön behandelt, das Blut weggewischt und alles drum und dran gemacht. Äh, Salbe drauf und so. Das müsste jetzt ganz gut sein. Oder wie fühlst du dich denn, Anna? Naja, ich bin ja ganz schwach. So, Anna, ich habe auch gerade deine Mama angerufen. Die kommt dich gleich abholen. Ich habe ja auch alles gesagt, was passiert ist. Oh je, oh je, da kriege ich doch Ärger. Oh mein Kopf, oh je, oh je, mir geht's aber auch gar nicht gut. Mach dir mal keine Sorgen, Anna. Es wird alles gut. Deine Mama kommt gleich und dann darfst doch nach Hause. Ach Mensch, Anna, ich wollte so gern noch mit dir spielen. Ach Julian, mir geht's aber wirklich nicht so gut. Ich müsste nach Hause. Aber morgen komme ich bestimmt. Ja, du musst dich ausruhen und wenn es dir morgen wieder besser geht, dann kannst du gerne zum Kindergarten kommen. Aber jetzt erstmal gehst du mit deiner Mama nach Hause. Hallo, Frau Doktor, geht es Anna wieder besser? Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles gut. Ich habe alles gemacht. Es musste alles in Ordnung sein. Jetzt muss ich mich aber verabschieden. Ich habe noch einen nächsten Notruf bekommen und muss schnellstmöglich noch woanders hin. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Hallo Anna, was ist denn mit dir passiert? Ach Mama, ich bin doch hingefallen. Mir geht's aber auch gar nicht gut. Ich hab Kopfauer. Oje, oh oje. Oh Ach, Anna, jetzt gestern die Lisa, heute du. Jeden Tag gibt's irgendwas Neues. Ich hoffe, dir geht's auch schon viel besser. Ach ja, Mama, ein bisschen Kopfweh hab' ich doch noch. Aber ich versuche langsam aufzustehen und zu gehen und mal gucken, ob es mir schon wieder besser geht. Ja, das hoffe ich auch. So, Frau Lustig. Wir müssten schnell fahren, und deswegen verabschiede ich mich. Komm, Anna, wir fahren jetzt nach Hause. Papa wartet da schon. Ja, Mama, ich komme. So, tschüss, Frau Lustig. Tschüss, Julian. Bis morgen. Tschüss, Anna. Tschüss, Frau Sommer.